Für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat der Bund die Länder und die Kommunen finanziell so stark unterstützt wie in dieser Legislaturperiode. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen nicht vergessen, dass die Länder die Zuständigkeit und die Verantwortung für eine aufgabenangemessene, auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen haben. Und meine Damen und Herren, es sind viele Zahlen genannt worden. Einige würde ich gerne noch mal wiederholen, dass die auch bei uns im Gedächtnis bleiben. Allein in dieser Periode erhalten die Länder und Kommunen eine Entlastung durch den Bund von ca. 80 bis 90 Milliarden Euro. Und wenn wir den Finanzzeitraum von 2010 bis 2020 beachten, dann reden wir von ca. 200 Milliarden Euro. Das sind fast zwei Drittel eines jährlichen Bundeshaushalts. Und meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, das ist der richtige Weg. Denn Bund, Länder und Kommunen haben die Aufgabe, schutzsuchende Menschen zu versorgen und Integration zu ermöglichen. Und das, meine Damen und Herren, kostet nicht nur Kraft, sondern auch Geld. Und hier ist es richtig, dass der Bund seine Verantwortung gegenüber den Ländern und Kommunen wahrnimmt und sie dabei finanziell unterstützt. Die Integration von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft ist von zentraler Bedeutung. Und nur eine gelungene Integration gibt Sicherheit und Vertrauen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf reden wir nicht nur von Integration, wir reden auch von der Unterstützung von freien Mitteln für unsere Kommunen. Und, meine Damen und Herren, wir sprechen im Wesentlichen von drei Punkten. Einmal die Änderungen im Finanzausgleichsgesetz. Hier wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2016 bis 2018 um jeweils 2 Milliarden Euro erhöht. Damit hält der Bund seine am 7. Juli diesen Jahres zugesagte Vereinbarung ein, sich an den Kosten der Integration zu beteiligen. Mit der jährlichen Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro stehen den Ländern über die Umsatzsteuerverteilung mehr Mittel zur Verfügung. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, spreche ich gerne auch die Forderung des Deutschen Städtetags die auch meine Forderung ist. Ich appelliere an die Länder, ihren Kommunen zügig einen angemessenen Teil der 2 Milliarden Euro wiederzugeben. Und ich kann nur ein Beispiel nennen. Nehmen Sie sich den Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern unterstützt seine Kommunen wie kein anderes Land in unserer Republik. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich ebenfalls im Jahr 2018 um 2,76 Milliarden Euro und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Milliarden Euro. Weiter erhalten die Länder für 2018 und 2019 jeweils 1 Milliarde zusätzlich. Allein mit dieser Änderung im FAG sprechen wir von einer Entlastung für Länder und Kommunen bis 2019 von 13 Milliarden Euro. Zweitens die Änderung im Entflechtungsgesetz. Mit der Änderung im Entflechtungsgesetz gewährt der Bund den Ländern die für den Wohnungsbau in Aussicht gestellten Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro jährlich. Und drittens, meine Damen und Herren, die Änderungen im SGB II. Mit der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastung der Kommunen von 5 Milliarden Euro halten wir ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Und die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft führt zu Mehreinnahmen bei den Kommunen in den Jahren 2016 bis 2019 von rund 5,5 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, damit zeigt der Bund, dass er Länder und Kommunen nachhaltig bei ihren Aufgaben unterstützt. Dies ist das richtige Signal. Dieses Signal können wir aber nur setzen durch eine gute und zukunftsorientierte Haushalts- und auch Wirtschaftspolitik. Denn hätten wir das Geld so nicht zur Verfügung, wir sprechen nämlich nicht nur von Bundesgeld, sondern von Geld von Bund, Ländern und Kommunen, wenn es um die Steuereinnahmen geht,
könnten wir diese Unterstützung den Kommunen nicht zukommen lassen. Deshalb auch ein ganz herzlicher Dank an unseren Finanzminister für die stabile und zukunftsorientierte Haushaltspolitik. Und es ist des Öfteren schon angesprochen worden, eine eventuell gerechtere Verteilung über die Umsatzsteuer. Nur hier wird es enorm schwierig werden. Mir ist es klar, die Umsatzsteuerbeteiligung ist damals eingeführt worden als Ersatz für die Gewerbekapitalsteuer. Und man wusste, die Gewerbekapitalsteuer haben die Kommunen erhalten oder haben viele erhalten, die große Gewerbebetriebe haben. Darum ist diese Systematik in der Umsatzsteuerbeteiligung so, wie sie einfach ist. Und es wird schwierig werden, wie der Kollege Rehberg es gerade gesagt hat, mit einer Grundgesetzänderung hier was zu erreichen. Ich bin froh, dass wir die Kommunen in dieser Form und in dieser Höhe unterstützen können. Das ist einmalig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da dürfen wir uns alle freuen und wir dürfen das auch draußen sagen. Und wenn vorhin gesprochen worden ist, dass die Mittel für die Integrationskurse nicht reichen würden, dann gibt es nur eins zu sagen, die Mittel für die Integrationskurse sind verdoppelt worden auf 559 Millionen für 2017, planen wir eine weitere Erhöhung, der Stundenlohn ist verdoppelt worden, also von wegen, wir tun nichts. Wir tun nämlich viel in dieser Sache. Wir haben die Probleme erkannt, wir packen die Probleme an. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auf diesem Weg machen wir auch weiter. Wir machen eine gute Politik. Dankeschön. Als letzter Redner zu diesem